Herzlich willkommen zu meinem Goodreads Jahresrückblick. Es ist Zeit, dass ich mal wirklich alle meine Bücher einmal hochhalte, die ich im Jahr 2019 gelesen habe. Wer Goodreads nicht kennt, Goodreads ist einfach nur eine Seite, wo man vermerken kann, welche Bücher man wann gelesen hat, wie sie einem gefallen. So eine Art Social Media für Bücher halt. Und das finde ich ganz praktisch und ganz nett, denn Goodreads sagt mir immer am Ende des Jahres, wie viele Bücher ich gelesen habe, wie viele Seiten, was das Beliebteste war und so weiter. Deswegen gehen wir mal eben ganz kurz die Fakten durch und dann würde ich sagen, chronologisch gehen wir einmal meine 32 Bücher durch, die ich im letzten Jahr gelesen habe. Leider habe ich meine Challenge für 40 Bücher nicht geschafft, aber Herr Jemene, 32 Bücher sind doch auch toll. So, zuallererst, wie ich schon sagte, ich habe 32 Bücher gelesen und das waren 13.263 Seiten. Mein kürzestes Buch hatte 252 Seiten und mein längstes 704. So, welche Bücher jetzt so das populärste und welches das kürzeste war, das zeige ich euch dann gleich, wenn es soweit ist. Meine durchschnittliche Bewertung war 3,6, weil da kann man ja auch immer die Bücher bewerten von 1 bis 5 Sternen. Also 3,6 war so mein Durchschnitt, den ich vergeben habe. Und ich würde mal sagen, wir fangen jetzt auch direkt mit dem allerersten Buch an. Wir fangen direkt mit ein bisschen Glitzer an, denn ich habe Hardline Verfallen von Meredith Wild gelesen. Das ist der dritte Band, glaube ich, von dieser Hard-Reihe. Und im Endeffekt ist das ein Erotik-Liebesdingen, wo Erika ja ein kleines Unternehmen starten will, so eine Idee hat für ein Projekt und möchte dafür Investoren beeindrucken, damit die Geld halt in ihr Projekt investieren. Und da trifft sie auf Blake. Blake ist reich, gut aussehend, verdammt sexy und im Endeffekt kann man sich denken, was passiert. Die beiden finden sich sehr, sehr anziehend und er ist sehr, sehr dominant in jeglicher Hinsicht. Ja, das war auf jeden Fall eine Reihe, die Auf und Abs für mich hatte. Ich mochte Band 1, ich glaube auch 2 und den letzten mochte ich sehr gerne. Und hier Band 3 war, glaube ich, nicht ganz so meins. Es wurde halt irgendwie zwischendurch plötzlich richtig schlimm für mich. Aber ich fand die Reihe trotzdem ganz nett. Also da werden wir gleich auf jeden Fall noch ein paar andere Bücher von sehen. Dann habe ich 2019 auch direkt eine Reihe beendet, nämlich die Holly Hill-Reihe von Alexandra Pilz. Für immer Holly Hill ist der dritte Band. Hier geht es um Zeitreisen und ich mochte die Reihe wirklich sehr gerne, denn Emily, die sucht das Dorf, das Heimatdorf ihrer Mutter, wo sie früher immer, also wo sie eigentlich herkommt. Und das Dörfchen ist halt nicht ganz normal. Es hat so ein paar besondere Sachen. Die Bewohner sind sehr besonders und wie gesagt, das Ganze geht um Zeitreisen. Mochte ich wirklich sehr gerne und deswegen war Band 3 auch ein schöner Abschluss. Dann ein Buch, was ich leider nicht mehr hier habe. Also ich habe 3 Bücher nicht hier. Eigentlich mache ich ja immer einen Unhaul so gegen Ende des Jahres bzw. Anfang des neuen Jahres. Aber weil ich ja jetzt umgezogen bin im November, hat sich das halt nun mal angeboten, vorher schon die Bücher rauszuschmeißen. Und Survive, wenn der Schnee mein Herz berührt, ist eins dieser Bücher gewesen. Ich fand es eigentlich ganz nett, aber es musste jetzt nicht in meinem Regal stehen. Also irgendwie hat mich da vieles auch dran gestört, deswegen... Hier geht es um einen Flugzeugabsturz. Also unsere Protagonistin hat Selbstmordgedanken und will sich eigentlich umbringen, steigt in diesen Flieger, lernt dann anderen Typen kennen und dann stürzt halt dieses Flugzeug ab. Und unsere Protagonistin merkt, oh, ich möchte doch eigentlich gar nicht sterben. Und die beiden einzigen Überlebenden sind nun mal sie und dieser Kerl, den sie kennengelernt hat. Ja, da passiert wirklich sehr, sehr viel. Es ist teilweise sehr emotional, teilweise fand ich es eklig. Und ja, also habe ich deswegen auch nicht mehr hier. Ja, und Survive ist auch tatsächlich das kürzeste Buch, was halt nur 252 Seiten hatte. War halt so, ja, was Nettes für die kalte Jahreszeit. Ja, ein anderes Buch, was mich auch nicht ganz so begeistern konnte, war Dirty Sexy Love von Kylie Scott. Das ist ja zweite Reihe von dieser Dive Bar Reihe. Heißt das überhaupt so? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, auf jeden Fall geht es hier um Alex und ja, Alex hat online jemanden kennengelernt und will dann einfach mal dahin fahren, um ihn zu überraschen, um sich endlich persönlich zu treffen. Nur leider, als sie dann diese Person anspricht, die sie online kennengelernt hat, stellt sich raus, dass der von gar nichts weiß. Ja, und warum? Weil der Bruder nämlich mit dem Profil von dem einen Bruder halt, ja, mit Alex geschrieben hat. Irgendwie mochte ich das Buch nicht. Ich fand die Idee eigentlich ganz nett am Anfang und so, wie sich das aufgetan hat. Aber es wurde mir irgendwie zu blöd und zu sülzig und ich weiß nicht. Also irgendwie war ich da nicht wirklich drin. Dann kommt das nächste Buch, was ich schon aussortiert habe, nämlich Doctor Who Urknall.
Das ist Band 2 der Glamour-Chroniken. Ja, ich habe Band 1 und Band 2 schon aussortiert. Die habe ich einfach beim Sebastian gelassen. Der wollte die ganz gerne mal lesen irgendwann. Band 3 habe ich tatsächlich noch hier. Ich bin mir aber nicht sicher, wann und ob ich das überhaupt lesen werde. Das ist halt ein Doctor Who-Buch, was ja für mich nicht unbedingt mit der Serie mithalten kann. Ich war nicht wirklich begeistert, aber warten wir es einfach mal ab, mal gucken. Vielleicht lese ich es ja irgendwann. Aber das Buch mochte ich nicht. Ich habe also 2 Sterne von mir bekommen oder so. Dann habe ich ein Rezensionsexemplar gelesen. Und zwar The Bells, Schönheit regiert von Donyell Clayton. Das Buch fand ich tatsächlich sehr cool. Ich hatte erst Schwierigkeiten reinzukommen, aber ich mochte es dann doch sehr gerne. Denn wir sind hier in der Welt von Orléans. Also hier sind sehr viele französische Begrifflichkeiten und Anlehnungen. Und dieses ganze, also diese Welt, in der wir sind, die ist von Hässlichkeit geprägt. Und dann gibt es halt diese Bells, das sind ganz bestimmte auserwählte Mädchen, die Fähigkeiten haben, um alles schön zu machen. Das ist nicht unbedingt sehr schmerzhaft und auch nicht für jeden was, aber hier gibt es ein paar Geheimnisse und was es mit den ganzen Bells überhaupt auf sich hat. Fand ich wirklich sehr unterhaltsam. Ich bin gespannt, wann es hier mal weitergeht. Ich habe da gerade so gar keinen Plan, aber wenn, dann werde ich es auf jeden Fall weiterlesen. Also das fand ich ganz cool. Auch wenn ich das wahrscheinlich nicht mehr als Rätsel-Exemplar bekomme, aber dazu gibt es mal ein anderes Video. Weiter geht's mit Elanus von Ursula Posnanski. Ein Buch, was mir wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen hat. Das ist das erste Buch, was ich von der Autorin gelesen habe. Und hier geht es um Jona. Jona, der ist ein bisschen eigenartig, also einzigartig, sagen wir es mal so. Denn der ist sehr, 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 sehr schlau und wird bei so einer Art Gastfamilie untergebracht, damit er da auf so eine bestimmte Schule gehen kann, die nun mal für sehr, sehr schlaue Leute ist oder für Leute, die Geld haben. Und Jona ist halt noch sehr jung und hat so ein kleines Hobby, nämlich seine Drohne. Elanus ist nämlich eine Drohne mit Kamera, mit Mikrofon und allem drum und dran. Und tja, die nimmt vielleicht auch mal ein paar Sachen auf, die nicht aufgenommen werden sollten. Also ich fand es ziemlich cool, ich mochte Jona, weil der sehr speziell war als Charakter. Ich mochte, was hier generell passiert ist, der Ablauf, es war spannend. Hat mir tatsächlich sehr gut gefallen, deswegen fand ich, war das eigentlich ein schöner Einstieg für Ursula Posnanski und ich werde definitiv noch mehr Bücher von der Autorin lesen. Dann haben wir wieder kurz Hard Limit, Band 4, wenn ich das jetzt richtig sortiert habe. Ja, habe ich gerade schon was dazu gesagt, machen wir einfach mal weiter. Zum Beispiel mit Begin Again von Mona Kasten. Hier geht es um Ellie und, wie hieß denn der Tyler oder so? Ah nee, Caden. Tada. Also Ellie und Caden. Ellie, die geht an die Uni und alle Wohnheime sind schon belegt und deswegen sucht sie eine WG und landet dann bei Caden. Caden ist so ein typischer Bad Boy, der direkt von Anfang an sagt, ey, wie du verliebst dich in mich, dann gibt's hier Theater. Natürlich verlieben sie sich ineinander. Ich fand, es war eine schöne New Adult-Geschichte, allerdings mir zu sehr vorhersehbar, zu sehr geskriptet, als ob man wirklich jedes Schema für ein New Adult-Buch da abgehakt hat. Aber ich fand es trotzdem sehr interessant, deswegen bin ich nicht ganz so enttäuscht wie andere tatsächlich von Mona Kastens Büchern. So, Jane Austen bleibt zum Frühstück von Manuela Inusa. Das Ganze war ein süßes, lockeres Buch, was man zwischendurch mal lesen konnte, hat mich jetzt nicht mega gefesselt. Hier geht es einfach um Penny Lane und Penny Lane, die hat Liebesprobleme und eines Tages wacht Jane Austen einfach neben ihrem Bett auf, die echte Jane Austen. Und wer kennt sich in Liebesdingen besser aus als Jane Austen? Ich fand es eigentlich ganz lustig, es war halt wirklich schon ein kitschiger Frauenroman irgendwie, aber wenn man Jane Austen mag und sowas ganz gerne liest, für den ist das definitiv was. Also mich hat es gut unterhalten, aber es war halt kein wirkliches Highlight. Ein Highlight war aber definitiv Silber, das erste Buch der Träume von Kerstin Gier. Ich war total geflasht vom ersten Band. Ich habe es total geliebt, denn diese Welt, die einfach hier aufgebaut wird. Wir haben nun mal eine Traumwelt. Unsere Protagonisten, die sind in einer bestimmten Traumwelt, wo man durch Türen geht, um in den Traum der Personen reinzugehen. Und in diesem Gang, in diesem Korridor passieren seltsame Dinge, die nicht sein sollten. Und generell stellt man sich die Frage, wie kommen die überhaupt dahin, dass in diese ganze Traumwelt. Und ich mochte das wirklich sehr gerne. Ich mochte die Figuren, ich mochte diese ganze Welt, die aufgebaut wird. Und Band 1 fand ich richtig, richtig klasse. Jetzt kommen eigentlich 2 Rezensionsexemplare, die habe ich auch direkt hintereinander weggelesen. Und zwar Silent, der Jäger von Catalina Kutt. Oder Kutt, ich weiß noch nicht mal, wie man sie ausspricht. Hier geht es auf jeden Fall um Marie, die von Schuld geplagt ist und dann zu ihrem Vater, den sie eigentlich nicht kennt, nach Hellington geht. Und in Hellington passieren halt seltsame Sachen, denn
da gibt es bestimmte Menschen, die man lieber nicht treffen möchte. Unter anderem Silent. Und man gerät besser nicht in sein Visier. Aber genau das hat Marie getan. Und ja, lauf Marie, lauf. Ich sag mal, es ist ein richtig geiler Dark Romance Roman. Also ich hatte davor nur einen aus der Sparte gelesen, von dem ich nicht ganz so begeistert war. Aber das hat mich total abgeholt. Diese Spannung zwischen Silent und Marie war einfach... Es war so zum Greifen nah, es hat mich so gefesselt, es war so toll, es war die richtige Mischung aus Erotik, aus Anziehung und aus Spannung auch, weil natürlich auch so Krimi-Elemente da drin sind oder, ja, ihr wisst schon, wie ich meine, so ein bisschen gefährliche Sachen. Deswegen habe ich auch direkt Silent die Beute danach gelesen, das ja, war einfach toll. Also wie gesagt, wenn ich Dark Romance Bücher empfehlen würde, dann gehören die auf jeden Fall dazu. Und die sind ja eher unbekannt, vor allem, weil die auch nicht aus so einem bekannten Verlag sind. Aber wenn ihr da wirklich mal Bock habt, schaut da wirklich rein. Dann habe ich mit Silber dem zweiten Buch der Träume weitergemacht von Kerstin Gier. Das mochte ich auch noch sehr gerne. Wie gesagt, immer wenn ich diese Buchreihe hochhalte, muss ich jedes Mal erwähnen, dass da die Meinungen wirklich verschieden sind. Dass ich so viele negative Meinungen zu der Reihe höre, dass die immer schlechter werden von Band zu Band. Wo ich, wie gesagt, auch zustimme. Sie lassen wirklich nach, aber ich finde sie trotzdem toll. Das hat mir jetzt keinen Abbruch getan, dass ich sage, boah, die Reihe war richtig kacke oder hat mich enttäuscht. Und deswegen war der zweite Band auch noch ganz unterhaltsam. Und ja, ihr könnt ja raten, was bald dann auch nochmal kommt. Aber zuerst Sternenküsse von Giovanna Fletcher. Das war auch so ein ja, zuckersüßer Roman irgendwie. Denn hier geht es um Sophie May und die lebt in so einer ganz kleinen Stadt in England, glaube ich. Wo sie in einem Teestübchen arbeitet, komplett ruhig alles, bis eines Tages in der Umgebung Hollywood-Schauspieler einziehen, weil dort ein Film gedreht werden soll in der Nähe. Und da trifft sie dann auch auf diesen berühmten, tollen Shootingstar und die beiden verlieben sich. Und was ich sehr cool finde, ist, dass es hier nicht nur darum geht, wie die sich verlieben, sondern vor allem auch, wie die tatsächlich ihre gemeinsame Zukunft gestalten und was es da für Probleme gibt. Das fand ich mal ganz gut, weil bei vielen hört es ja irgendwie auf, wenn sie sich gefunden haben. Und deswegen fand ich das eine süße Alternative. Ich glaube, das Buch gibt es aber leider gar nicht mehr neu. Aber wenn ihr mal Bock habt als E-Book, kann man das ja auch mal lesen. Natürlich kam ich auch nicht um das Gold der Krähen herum von Liba Dugo. Ihr wisst ja, dass ich das total liebe und hier möchte ich auch gar nicht so viel vom Inhalt erzählen, weil es ist so komplex, Leute, so komplex. Schaut euch auf jeden Fall meine Buchbesprechungen an, wenn ihr Lust habt. Ich werde sowieso für jedes Buch, wo ich eine Buchbesprechung gemacht habe, werde ich das auch in der Infobox verlinken. Deswegen schaut da gerne vorbei und das ist ja Band 2 und ich liebe es, es ist toll. Ich fand es zwar nicht ganz so geil wie andere, aber ich fand es trotzdem toll. So, ein super, 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 super tolles Buch. Rätsel-Exemplar. Love to Share von Beth O'Leary. Liebe ist die halbe Miete. Ich bin ja nicht so der Typ für klassische Liebesgeschichten. Überhaupt nicht. Umso lustiger ist eigentlich, dass mir das so gut gefallen hat. Das war wirklich eins meiner Jahreshighlights, würde ich auch sagen. Definitiv. Denn hier geht es um Tiffany und Tiffany braucht Geld und Leon braucht auch Geld. Und ich glaube, sind wir nicht auch schon wieder hier in London oder sowas? Auf jeden Fall, ja, wir beide brauchen Geld. So, Leon hat ein Zimmer, allerdings ein sehr kleines Zimmer, so ein Raum, also eine Wohnung, allerdings eine sehr kleine, wo nur ein Bett drin ist. Allerdings ist er irgendwie Krankenpfleger, ich weiß es gar nicht mehr, wo der genau arbeitet, aber er arbeitet nun mal nachts, hat Schicht. So, und Tiffy hat halt auch kein Geld, braucht aber eine Bleibe. Und deswegen teilen die sich jetzt quasi ein Bett, aber zu verschiedenen Zeiten. Die haben also eine Wohnung, sehen sich aber nie und unterhalten sich, also kommunizieren durch so kleine Heftkleber da so. Ihr wisst schon, Post-its, da war das Wort. Und ich fand das einfach so süß, ne, wirklich. Mein Herz ist geschmolzen bei diesem Buch. Deswegen... Ja, definitiv ein Jahreshighlight und sehr seltsam, dass ich es mochte. Ja, dann habe ich auch ein Buch, was ein bisschen harter Tobak ist, gelesen, nämlich Für immer Blue von Amy Harmon. Das Problem ist, dass es mir gar nicht so gut gefallen hat wie vielen anderen. Ich weiß nicht, ob das für mich dann schon wieder zu viel harter Tobak auf einmal war, den man versucht hat, da reinzuklatschen. Aber an sich fand ich die Geschichte schon ganz nett. Also es war jetzt kein Flop oder sowas. Aber hier geht es halt um Blue und Blue weiß überhaupt nicht, wo sie herkommt.
weil sie wurde als Kind schon irgendwie ausgesetzt und in der Schule ist sie auch ein Außenseiter. Sie kleidet sich anders, sie ist ein bisschen anders. Und dann trifft sie halt auf ihren neuen Geschichtslehrer Darcy, der natürlich jung ist und hat einen britischen Akzent. Und ja, hier geht es ein bisschen drunter und drüber und Blue findet sich selber, Blue findet andere Leute. Das ist, wir begleiten Blue hier wirklich eine längere Zeit und deswegen erfahren wir hier auch sehr viel. Ich fand es, wie gesagt, ganz gut, aber so hammermäßig, wie mir andere das angepriesen haben, fand ich es dann nun mal auch nicht. Aber so sind die Geschmäcker, ne? So, dann habe ich den zweiten Band von Lockwood und Co. gelesen, nämlich Der wispernde Schädel. Hier werde ich auch nicht viel erzählen. Es sind Geister, die durch London rumgehen, nur Kinder können sie sehen. Kinder bilden Agenturen und Lockwood und Co. ist eine davon. Und den zweiten Band fand ich sehr cool. Ich liebe wirklich diese Welt, die wir hier einfach haben. Ich mag unsere Protagonisten, ich mag die Geschichten. Deswegen, ja, die Reihe werde ich definitiv fortführen. Habe ich kein Buch mehr von dieser Reihe gelesen jetzt, aber im jetzigen Jahr wird auf jeden Fall bestimmt der dritte Band rankommen. Ein bisschen New Adult, Sommerfeeling gab es mit I Knew You Were Trouble. Hier geht's um Marco und Frankie. Und Marco ist so ein richtiger Bad Boy, tätowiert, das typische Klischee. Und Frankie ist halt eigentlich eine Vorzeigeschülerin, die aber, also ein reiches Mädchen, die aber zu ihrem Vater in die nicht so gute Gegend kommt und da in der Schule halt auf Marco trifft. Hier geht's auch noch um illegale Autorennen und natürlich eine Liebe, die wieder nicht sein darf. War jetzt auch wieder nichts Weltbewegendes, aber ich fand es einfach für den Sommer so was Süßes, locker, Leichtes. Fand ich das echt ganz nett. Ja, wer hätte das gedacht? Silber, das dritte Buch der Träume, hat es auch in diese Liste geschafft. Ich habe wirklich die komplette Reihe dann das Jahr beendet. Da seht ihr mal, es wird mir ja wohl irgendwie gefallen haben. Wie gesagt, der dritte Band war nicht mehr ganz so geil wie der erste. Ich war auch, glaube ich, nicht ganz zufrieden, wie das Ganze geendet hat oder wie es aufgelöst wurde. Aber ich mochte es trotzdem sehr gerne. Also wie gesagt, Silber, eine Reihe, die die Meinung spaltet, aber ich fand es da ganz gut. Ja, jetzt ein Buch, was ich nicht mehr hier habe, nämlich Plötzlich Fee, der erste Teil. Das habe ich mit zwei netten Mädels gelesen, auch aus der Run an den Sub-Challenge-Gruppe, die wir da 2019 hatten. 2020 gibt es übrigens wieder eine neue. Und ja, Plötzlich Fee, Sommernacht oder was? Ja, Sommernacht. Hat mir leider gar nicht gefallen. Ich habe nicht verstanden, warum so viele das so toll finden. Unter meiner Buchbesprechung wurde mir auch gesagt, ich sei zu alt dafür. Und voll viele haben mir auch geschrieben, wie toll die das Buch finden. Kann ja auch jeder. Wie gesagt, Meinungen sind verschieden. Ich weiß, dass viele diese Reihe lieben. Ich denke mir einfach nur, vielleicht habe ich die einfach schon gelesen, wo ich wirklich halt in einem Alter war, wo es mich nicht mehr catcht. Aber mit gesundem Menschenverstand ist diese Liebe nicht romantisch, die da entsteht. Also wir haben ja unsere Hauptperson, die in dieses Elfenreich reinkommt, also in dieses Feenreich. Und ja, das ist wirklich so klischeehaft. Und es gibt natürlich direkt eine Dreiecksbeziehung. Und der eine hilft ihr immer und ist toll. Sie steht aber auf den anderen Bösen, der sie die ganze Zeit umbringen will. Und es war so klischeehaft. Sie stolpert über die Falte im Teppich, direkt in die Arme von dem Bösen. Und oh mein Gott! Ja, also ich fand es echt schrecklich. Es tut mir leid, 2 Sterne hat das von mir bekommen, deswegen habe ich die komplette Reihe auch aussortiert und kann euch das nicht mehr zeigen. So, kommen wir jetzt zu eins von Claras Lieblingsbüchern. Ich weiß gerade gar nicht, wie sie mehr heißt. Einfach Clara jetzt, früher war es Claras Books. Aber ihr wisst hoffentlich, wen ich meine. Nämlich Solange wir lügen von E. Lockhart. Und das ist auch ein Buch, was mich ja sehr mitgenommen hat tatsächlich. Hier geht es um eine wohlhabende Familie und die verbringen immer hier auf, weiß ich gar nicht mehr wo, wenn ich das jetzt höre, weiß ich das, verbringen auf jeden Fall ihre Ferien und da ist halt auch ein Junge dabei, der nicht zu der Familie gehört, aber trotzdem dabei ist und hier passieren sehr viele Sachen, sehr viel, was steht hier irgendwie, ein Unfall, ein schreckliches Geheimnis, nichts als Lügen und wirklich, was da am Ende bei rauskam, wuff, hat mich voll weggeballert. Ja, deswegen, wenn ihr das Buch gelesen habt, wisst ihr, was ich meine. So, letzter Band der Hard-Reihe von Meredith Wild, und zwar Hard Love. Hier hat das Ganze jetzt sein Ende gefunden. Ich fand, dass der Abschluss wieder sehr gut war. Der Teil hat mir tatsächlich wieder gut gefallen. Ich glaube, 4 Sterne hat er von mir bekommen. Und damit ist die Sache hier mit Erica und Blake auch gegessen. Und es spiegelte immer so schön. Letztes Jahr war so ein Spiegel, ja. Jetzt kommen tatsächlich 2 Bücher, die ich sehr, sehr, sehr gefeiert habe. Das erste ist Catching Beauty von J.S. Wonder. Catching Beauty ist auch ein Dark Romance Roman und ich fand den unheimlich gut.
Aber ich wollte hier eigentlich noch mal eine Buchbesprechung irgendwann, also für alle drei Teile eine Reihenvorstellung drehen. Habe ich noch nicht geschafft, weil mir einfach der dritte Band noch fehlt. Aber hier auch das Übliche, ne? Also hier geht es um unsere Hauptperson, deren Namen ich nicht mehr weiß. Amber. Also hier geht es um Amber und Amber darf berufsmäßig nach Mexiko. Und ja, meint halt eines Abends so, ja, ich gehe mal auf die Pirsch und ich gönne mir heute, ich kann das auch. Und geht in eine Bar und spricht dort einen Typen an, der eigentlich sehr bedrohlich aussieht, der, glaube ich, sogar noch Blut irgendwie an den Fingern hat und keine Ahnung. Und sie wollte halt einfach nur mit denen in die Kiste und sie bekommt eine Abfuhr. Und sobald sie die Bar verlassen hat, wurde sie plötzlich verschleppt, entführt von Menschenhändlern. Und ja, dann soll sie verkauft werden. Und wer taucht da plötzlich wieder auf? Der Typ aus der Bar. Denn hier weiß man einfach nicht, wer gehört zu den Guten, wer gehört zu den Bösen. Es gibt kein Schwarz-Weiß. Es ist. Ah, ja, also hier passiert wirklich eine Menge, gefällt mir, es ist schöner Erotikanteil, es ist schön spannend, also Catching Beauty kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Das nächste tolle Buch ist Elfenkönig von Holly Black. Elfenkrone war ja der erste Band, den habe ich auch schon so gefeiert. Hier geht es um Jude, die in die Elfenwelt reist und ja, sie als Kind eigentlich schon, aber als Mensch wird man da halt doch noch anders aufgenommen und ist nicht wirklich zu Hause. Sie versucht sich sehr zu integrieren und ja, wird da, glaube ich, auch über Leichen für gehen. Genau. Und dann gibt es ja noch ganz viel Königshofsdrama und ein Prinz und ja, Thronfolge, ganz viel. So, mochte ich sehr gerne und ich warte hier auf jeden Fall auch schon auf den dritten Band. Ich kann es kaum erwarten. Ein Buch, was auch sehr zwiegespaltene Meinungen hat, ist Siren von Kira Cass. Eine Freundin von mir liebt dieses Buch. Ich weiß aber auch, dass viele das nicht so gut fanden. Hier geht es um Sirenen. Ja, wer hätte das gedacht? Ich habe nur vergessen, wie sie heißt. Ach so, Kaylin. Also Kaylin ist eine Sirene und Sirenen dürfen nicht mit Menschen reden, weil diese sonst sterben. Deswegen reden sie nicht. Und sie trifft halt irgendwann auf Akinlee und ja, wie kann diese Liebe eine Chance haben, wenn sie nicht miteinander reden dürfen? Ich fand es eigentlich ganz nett. Die Liebe habe ich nicht ganz gefühlt und nicht ganz abgenommen. Das ging mir alles irgendwie zu schnell und weiß ich nicht. Aber insgesamt fand ich es dann doch tatsächlich ein sehr nettes Buch. Konnte man auf jeden Fall gut lesen. Ja, dann ging es weiter mit Catching Beauty und zwar Du entkommst mir nicht. Fand ich auch sehr gut. Ich war allerdings erst ein bisschen verschreckt. Ich hatte erst ein bisschen Angst, dass das in eine Richtung geht, was ich nicht wollte. Aber Gott sei Dank hat das Buch die Kurve nochmal bekommen. Den ersten Teil fand ich trotzdem geiler, aber der zweite war auch nicht schlecht. Das heißt, ich sollte dieses Jahr eigentlich mal den dritten lesen, damit ich auch endlich meine Reihenvorstellung drehen kann. Kommen wir jetzt zum dicksten Buch. Sind die Weiners mit 704 Seiten das dickste Buch, das ich 2019 gelesen habe? Hier haben wir New York 1926. Und ja, ich habe mir von diesem Buch sehr viel erhofft, was nicht erfüllt worden ist. Denn Evie, die hat so besondere Kräfte, ich kann nicht reden. Also sind die Weiners, die Weiners, das sind Leute, die halt nun mal spezielle Kräfte haben. Und hier wird man so eingetaucht in diese ganze Welt. Und wie gesagt, Evie ist eine. In diesem Buch gibt es sehr viele Morde, Ritualmorde, die aufgelöst werden sollen und sehr viel Übernatürliches. Ich fand es eigentlich ganz nett, habe mir aber wie gesagt mehr erhofft, weil ich dachte, boah, New York und dann die 20er Jahre und es sah so gut aus. Aber der Einstieg war viel, viel zu lang, bis erstmal was passiert ist. Ich war kurz davor, es abzubrechen. Schade, schade. Wie gesagt, weiß nicht, ob ich dann den zweiten Band davon noch lesen soll oder nicht. Aber es war okay, aber ein bisschen durchquälen. So, ich habe auch bei Mona Kasten weitergelesen, nämlich Trust Again. Trust Again, hier geht es um Spencer und um Dawn. Das sind ja wieder alles Freunde, die auch bei Begin Again schon waren. Ja, und hier, Spencer hat seine Probleme und Dawn hat seine Probleme und trotzdem finden die irgendwie zueinander, aber stoßen sich auch mal wieder ab, weil jeder nun mal seine Probleme hat. Im Endeffekt müsste man meinen, ich wäre hart genervt davon gewesen. Teilweise war es vielleicht auch, aber ich mochte es tatsächlich lieber als den ersten Band. Ich glaube, Spencer und Dawn lagen mir irgendwie mehr am Herzen, aber hier hat man auch natürlich wieder eine typische New Adult-Geschichte. So, kommen wir jetzt zu meinem unpopulärsten Buch. Das haben auch nur vier Leute bis jetzt mit mir gelesen. Und zwar, weil ich dich noch immer liebe von Bianca Margens. Das Ganze ist auch eine Liebesgeschichte, die wieder in England spielt, in London.
Und wir haben Maggie und Adam, und Maggie versucht in London neu Fuß zu fassen, ja, ein bisschen auf ihrem Leben klarzukommen. Und sie trifft nun mal auf Adam, der auch so ein paar Problemchen hat, mit denen er zurechtkommen muss. Und die beiden treffen halt aufeinander. Es ist eine süße Liebesgeschichte. Wie gesagt, an manchen Punkten war mir das ein bisschen zu realitätsfern und dann kam ich nicht ganz mit. Aber ich fand es an sich, dafür, dass es halt Biancas erster Roman ist, fand ich das eigentlich ganz süß. Es sieht sehr schön aus. Ja, ein Buch kommt jetzt noch. Dann bin ich tatsächlich schon durch. Denn das ist mein letztes Buch, was ihr auch in meinem Monatsrückblick wahrscheinlich, wenn ihr den gesehen habt, auch gesehen habt. Die Wellen singen von C.L. Wilson. Das war ja nochmal eine Enttäuschung zum Ende des Jahres. Denn Der Winter erwacht, wenn der Sommer stirbt. Die ersten beiden Teile dieser Reihe fand ich richtig gut. Und habe mir über Die Wellen singen, da habe ich mir so viel erhofft und wurde halt hart enttäuscht. Weil es für mich zu viel Erotik, zu viel hin und her, zu viel wegstoßen, anziehen. Wir können nicht, wir dürfen nicht. War, dass ich da nicht mehr wirklich Lust hatte. Also geht es um Gabriella, sie ist eine Sommerprinzessin und sie darf sich halt nicht verlieben, beziehungsweise sie sollte nicht. Denn wenn sie sich verliebt, dann hat sie keine Macht mehr über ihre Kräfte. Und ja, aber sie trifft halt auf jemanden, auf Dillis, der auf Brautschau ist in diesem Reich. Fantasy-Welt war wieder supi aufgebaut, aber wie gesagt, davon war mir einfach zu wenig da. Ich bin mal gespannt, wie der Folgeband hiervon ist, aber das war der Abschluss meines Jahres. Ja, wie gesagt, eigentlich wollte ich 40 Bücher lesen, hat nicht sollen sein, dadurch, dass ich ja nun mal auch umgezogen bin, arbeitsmäßig und auch privat und halt auch andere Dinge zu tun hatte, denke ich mir, warum Stress machen? Ich bin gegen Ende des Jahres echt noch locker an die Sache rangegangen. Ja, ich bin mal sehr gespannt, wie 2020 wird. Ich habe mir da tatsächlich erstmal 30 Bücher vorgenommen, weil ich nicht weiß, wie dieses Jahr so wird. Vielleicht erhöhe ich das irgendwann nochmal auf 40, wenn ich merke, dass ich gut zurechtkomme, aber warten wir da erstmal ab. Aber jetzt könnt ihr mir gerne mal eure Meinung zu den Büchern in die Kommentare schreiben. Ach so, eine Sache habe ich noch vergessen. Ich sollte nämlich noch sagen, wie hoch mein Sub ist. Also laut Goodreads habe ich auf meiner Want-to-Read-Liste 99 Bücher. Das heißt, ich habe noch 99 Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Beziehungsweise ich habe ja viel mehr noch in meinem Regal stehen, weil ich ja teilweise schon Folgebände auch da habe. Bei Lockwood und Co. zum Beispiel. Da ist jetzt in meiner Liste, ist jetzt Band 3, weil ich den lesen müsste. Aber in meinem Regal habe ich auch noch Band 4. Also ihr wisst schon, hier Schattensub und so, das wird noch ein bisschen dauern, ja. Aber wie gesagt, das wollte auch eine liebe Zuschauerin wissen, deswegen hier meine aktuelle Subzahl. Und wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare zu den Büchern. Welche habt ihr gefeiert? Welches war euer Highlight? Welches war euer Flop des Jahres? Lasst es mich gerne wissen. Und dann hoffe ich, dass wir 2020 genauso viel Spaß haben werden wie auch im Jahr 2019. Und deswegen wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao!